Es gab vor ungefähr 30 Jahren kaum noch rein rassige Bestände. Die meisten der Tierbesitzer hatten einige rein rassige Monowerdenfelser und einige Kreuzungstiere. Insgesamt war der Bestand sehr niedrig. Ja, es ist einmal ein Kulturgut. Es ist die einzige bayerische Rinderrasse, die hier entstanden ist und nicht irgendwie importiert wurde. Das ist das eine, aber auch von der Leistung her. Die Monowerdenfelser werden üblicherweise in einer Gegend gehalten, wo sie sich von dem Grundfutter ernähren müssen, von Gras oder dem, was auf der Wiese wächst, und von Heu. Sie bekommen wenig Kraftfutter und dadurch ist natürlich auch eine geringere Milchleistung zu erklären. Man kann darauf hinweisen, dass es hier sich um ein mittelschweres Rind handelt, das nicht so viel Erhaltungsfutter braucht, das für sein Körpergewicht, für seine Größe doch eine beträchtliche Milchleistung bringt. Und die Produkte haben gezeigt, Käse, die aus der Milch dieser Rasse gemacht wurden, Pralinen, die gemacht wurden, einen hervorragenden Geschmack haben und auch das Fleisch wird sehr gut bewertet. Man kann es allgemein nur ausdrücken als geschmackvoll, ohne dass man das im Einzelnen so differenzieren kann. Die Monowerdenfelser gelten als robust und anspruchslos. Man kann es vielleicht auf diese beiden Begriffe zusammenfassen. Es muss mehr Propaganda gemacht werden. Sie muss bekannter werden. Sie ist nun mal, war nun mal dem Aussterben nahe. Und solche Rassen geraten leicht in Vergessenheit dann. Es kommt auch hinzu, wegen der in der Tat geringeren Milchleistung wurden sie diskriminiert, beziehungsweise die Besitzer diskriminiert. Und da muss gegen angegangen werden von unterschiedlicher Seite, von den Züchtern, die sie noch halten, von den Tierzuchtbeamten, die sie fördern sollten, aber auch durch die Medien, Rundfunk, Fernsehen, die Printmedien, bis hin zu dem, was hier geplant wird, dass sich Schüler oder Studenten speziell damit befassen. Es gab zum Beispiel einen Tierarzt, der, als er noch mit dem Studium noch gar nicht fertig war, von Dorf zu Dorf, von Hof zu Hof gezogen ist und gefragt hat, sind hier noch Monowerdenfelser, sind noch Reinrassige da, wie viele sind noch da, der die zusammengefasst hat. Und das war der Ursprung. Und oft ist die Mentalität da, die hat mein Urgroßvater gehalten, die hat mein Großvater gehalten, die hat mein Vater gehalten, die halte ich auch und mein Sohn wird sie auch halten. Also irgendetwas oder etwas sehr Bodenständiges und sich frei machen von allen Vorurteilen, die in diesem speziellen Falle gegen die Rasse herrschten.